ist dieses Ding besser? Oder ist der Meta besser? Darum geht's heute. Und ja, wir legen einfach mal direkt los und ihr dürft euch selbst ein Bild schaffen. Dies hier ist wie gesagt die Demo Vayne, das Gegenstück zu Dark Matter. Wer Dark Matter sich mal in letzter Zeit jetzt angeguckt hat, was da so abgeht. Wie kann man so ein Ding nur veröffentlichen? Leute, ich starte jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, was ihr so darüber sagt. Wenn ihr so generell mit dem Thema vertraut seid und euch ja das Thema mal so ein bisschen mich euch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habt, dann werdet ihr auch bald merken, was besser ist. Ja. Geh mal hier mit ein bisschen dunkleren Haaren. Ja, geh mal so, das passt. Body. Heavy. Auf jeden Fall schon mal die Charakterstellung finde ich hier doch relativ gelungen, also ganz ehrlich. Ja, doch. Können wir machen. Also, dann können wir hier noch was einstellen. Ja, die Fähigkeiten. Da weiß ich schon ganz genau, was ich mache. Ich mache die Ausdauer. Ich mache die Lebenskraft. Und ich mache die Waffen. Also das Waffenhandling. Ist genauso aufgebaut wie bei Dead Matter hier in Vayne. Weil das, wie gesagt, die gleichen Entwickler waren. Und ich glaube, seitdem da auch nicht mehr viel passiert ist. Bei dem Dead Matter Gedöns da, was momentan veröffentlicht wurde. Ich bin der Meinung, es ist eine totale Katastrophe, Games so zu veröffentlichen. Ja, okay. Gehen wir als Police Officer. Wie würde der Politiker aussehen? Okay. Mechaniker. Okay, okay. Hier die religiöse Leader. Spieleentwickler. Verkäufer. Cool. Ja, gehen wir hier als Polizeibeamter. Waffen reparieren und fahren. Das passt. Weiter. Unsere Schwäche. Ja, ich bin der Meinung, wir machen einfach hier mal die Laktoseintoleranz rein. Kann keine Milchprodukte verdauen. Gar keine. Oh, ich weiß nicht. Dein Charakter bekommt leichter einen Sonnenbrand. Plus. Need classes to see clearly. Oh, das sind schon ganz schöne Schwächen, wo sie hier eingebaut haben. Ich gehe auch mit dem Sonnenbrand. Was soll's, ich hoffe, das Wetter ist schlecht. Leute, wir starten. Auf rein da. Ich bin gespannt. Und ihr könnt auch hier die Vayne-Entwickler unterstützen, indem ihr euch einfach mal die Demo runterzieht und das Game selbst antestet und euch ein Bild davon macht. Okay. Taschenlampe, okay. Läuft stabil. Können wir hier Lichtschalter betätigen? Ja, okay, können wir. Lassen wir mal direkt an. Okay, hier ist unser Menü. Okay, sehr schön. Wie kriege ich jetzt die Hände wieder runter? Warum hast du die Hände hochgenommen, Kollege? Oder Kollegin? Du kannst sie... Oh, Policebeamter natürlich braucht er einen Schlagstock oder Beamtin. So, durchsuchen. Nichts gefunden. Hier kann man schon die ganzen Schränke durchsuchen. Toilet Brush, nee danke. Oh, Baseballschläger und eine Karte. Take all. Also ich bin, wie gesagt, neugierig, was die Performance hier so macht. Ich habe, man kann sogar schlafen gehen. Ich habe das vor langer, langer Zeit, als es rauskam, mal angezockt, Vayne. Da war die Performance noch ein bisschen, ja, so lala. Aber es scheint gut zu laufen. Ja, okay, nehmen wir mal alles mit. Es scheint wirklich zu laufen. Optisch habe ich es ein bisschen runtergeschraubt.
könnt ihr ja selbst mal durchtesten. Ja, gut, hier backt es ein bisschen durch. Wie gesagt, Demo. Nicht vergessen, Leute, Demo. Und das Ding läuft stabil. Aha, okay, die ersten Zombies. Optisch gefällt sie mir. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal ganz kurz zu und schauen uns hier nochmal um, bevor wir weitergehen. Machen wir hier erstmal den Fernseher aus, der nervt mich. Zack. Ruhe jetzt. Kabel, Löffel, Hühner. Hühnernudelsuppe. Na gut, ab geht's. Nehmen wir mit. Aha, die Garage. Gibt es hier irgendwas? Wasserwaage, Nägel. Metallregal. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Brechstange, Funksender, Aluminium. Was haben wir eigentlich für ein fettes Inventar? 10 Kilo, okay. Wie gesagt, ist eine Demo. Noch im ziemlich frühen Stadium. Wir werden jetzt mal schauen, wie es hier aussieht, wenn wir hier so einen Zombie zerkloppen. Die scheinen nicht sonderlich schnell zu sein. Aber mir gefallen die Animationen auf jeden Fall schon mal. Gut gemacht. Okay, die Hitbox. An der sollte noch etwas gearbeitet werden, mit Sicherheit. Okay. Was hat die Gute dabei? Lederschuhe, Rock, T-Shirt. Nee, braucht man nicht. Wo können wir denn hier jetzt beispielsweise einen Basie? Brech, Baseballschläger. Platz halten. Ja, okay. Das sehe ich uns schon eher mit einem Basie. Die Schatten sind so ein bisschen. Ich habe jetzt hier, ich zeige euch mal ganz kurz die Einstellung. Ich bin jetzt auf Medium. Jetzt gehen wir einfach mal auf High hoch und schauen mal, was passiert. Ja, High ist schon deutlich besser. Ich muss sagen, die FPS sind ein bisschen gedroppt. Ich bin jetzt hier mit 30 FPS unterwegs, 40. Nicht optimal. Müssen sie auf jeden Fall noch ausbalancieren. Aber es. Ich habe jetzt mal kurz gedacht, das wäre ein Spieler, so wie er sich bewegt hat. Er hat sich auf jeden Fall mal nicht wie ein Zombie verhalten. Hallo? Wo kommst du jetzt auf einmal her? Warum stehst du auf dem Dach? Okay, ein bisschen weird wird's hier gerade. Können wir mit dem Ding fahren? Einsteigen. Zündung einschalten. Es ist kein Schlüssel in der Zündung. Vielleicht finden wir da drin den Schlüssel. Hallo? Wissen Sie, wo der Schlüssel für diesen Wagen hier ist? Ich würde mir kurz ausbohren. Brauchen Sie Eier? Milch? Mehl? Okay. Bye bye. Was für ein Chaos hier drin. Meine Fresse. Wo würde ich den Schlüssel hier verstecken in diesem Chaos? Glasvase. Sicherung einschalten. Was für ein riesiges Chaos hier. School Backpack. Anziehen, natürlich.
Naja, Rest nehmen wir mal. Haben wir jetzt eigentlich mehr? Ja, wir haben jetzt 68 Kilo Tragfähigkeit. Also Traggewicht. Wasserpumpenzange. Pöpel. Okay, also die haben ziemlich viel Sachen ins Game integriert. Wo kommst du her? Also ich war das nicht. Bist du gestolpert? Na gut. Was gibt's hier Schönes? Schachbrett. Plastik-Shower-Cap. Schachbrett. Stift, Zauberwürfel, Brot. Brotscheibe. Essen. Okay, keine Animation auf jeden Fall vorhanden. Song, coole Brille. Anziehen. Verrottete Brotscheibe. Sonnencreme. Anwenden. Da war doch was. Wir sind ja ziemlich sonnenempfindlich. Ja, ich muss sagen, optisch, ja. Es hat Ähnlichkeit, definitiv. Nur es hat deutlich weniger Bugs. Also ich glaube, die Jungs könnten das besser hinbekommen. Einer durch die Gegend. Dich gucken wir uns mal an. Alles gut bei dir? Bist du gestolpert? Kann man dir helfen? Nee. Dir geht's gut. Okay, alles klar. In der Map. Sie brauchen eine Karte. Okay. Gibt wohl eine, aber ich hab sie nicht. Langsam wird's duster hier. Geht's denn hier hoch? Können wir da hochgehen? Aha, wir können. Zwar ohne Animation, aber wir können. Na, was Besonderes gibt's jetzt hier nicht. Sagen wir es mal so. An, aus. Haben wir jetzt einfach mal die Klimaanlage eingeschaltet, würde ich mal behaupten. Wie komme ich dann hier runter, ohne dass mich mir jetzt hier die Beine breche? Ja gut. Funktioniert. Hier ein Fahrt. Gibt es hier eigentlich Licht? Jetzt müssen wir erstmal nach dem Lichtschalter schauen. There's no sound from the engine. Aussteigen. Können wir hier irgendwie, ja, können wir aufmachen.
Autobatterie 0. Okay. Natürlich funktioniert das Ding nicht. Das ist logisch. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Batterie. Schrauben, ne? Okay, Ruhe. Papiertasche. Überbrückungskabel. Können wir mal mitnehmen. Keine Batterie hier zu finden. Ist duster geworden. Okay, die Taschenlampe ist... ja, nicht die hellste. Was man vom Himmel nicht behaupten kann. Der ist ziemlich hell. Kerze. Nein, Ruhe. Da hat es irgendeiner mit Archäologie. Und mit Schienen. Einschalten. Ah, jetzt können wir hier, glaube ich... okay, doch nicht. Nee, bleibt duster. Licht scheint nicht zu funktionieren. Okay. So viel dazu. Ja, was soll ich sagen? Also, es sieht optisch sehr gut aus. Hat natürlich den ein oder anderen Fehler. Ja. Macht euch selbst ein Bild. Like das Video, abonniert den Kanal und Ding Dong, aktiviert die Glocke. Was haltet ihr von Vayne? Was haltet ihr von Dead Matter? Und was von beiden ist besser? Also, tschü, euer Pate. Bis zum nächsten Mal.